Kapitel 5. Biblische Hyperzahlen. Je breiter einer lacht, desto schärfer ist sein Messer. Erwerbsregel 48. Dass mit so manchen Lebensjahren bei Methusalem und seinen Zeitgenossen was nicht stimmt, scheint offensichtlich. Die Zahl 969 erblasst aber vor der Zahl 600.000, mit der das Alte Testament aufwartet bei den ausreisefreudigen Frondienstverweigerern. 2. Moses Kapitel 12, Vers 37. Bei dieser Zahl sind Frauen und Kinder noch gar nicht mitgerechnet. Nur Männer. Also nur das, was zu biblischer Vorzeit wirklich gezählt hat. Rechnet man zu jedem Mann noch eine Frau und zwei Kinder dazu, plus das mitgereiste Mischvolk, 2. Moses Kapitel 12, Vers 37, geht es in Richtung 2 Millionen. Wenn man diese 2 Millionen Menschen 40 Jahre in der Wüste umherirren lässt, entsteht der Logik nach das, was man Müll nennt. Die Sinai-Wüste müsste heute noch voll davon sein, wo das Volk mit Moses an der Spitze entlang gelaufen sein soll, und die möglichen Marschwege kennt man heute recht genau. Da die Wüste Sinai eine Halbinsel ist, gibt es da nicht viele Möglichkeiten, wo ein Millionenpublikum an Humankapital Jahrzehnte ihre Runden hätten drehen können. Dazu kommt noch, dass wenn sie in einer 20er-Reihe marschiert wären, hätten 2 Millionen Menschen eine Länge von 100 Kilometern gehabt. Und wie aus 70 namentlich erfassten Männern und Frauen, die nach Ägypten kamen, 1. Moses Kapitel 46, Vers 8 bis 27, als Flüchtlinge und später als mögliche Frondienstleistende oder Sklaven, 2 Millionen wurden, klingt sportlich. Die Ägypter müssen sie aber gut gefüttert haben, damit sie sich so rasch vermehrten in so wenigen Generationen. Und wir reden hier über das Jahr 1300 vor Christus, als die Römer, die das spätere tausendjährige römische Reich erschufen, wohl noch von den Bäumen geschissen haben. Dass man es früher bei der Mengenanzahl nicht so genau nahm, sehen wir auch an dem Griechen Herodot, dem Geschichtsschreiber aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Bei der Schlacht bei den Thermopylen gab er als Truppenstärke von Xerxes 5 Millionen Mann an. Moderne Militärhistoriker relativieren diese Zahl auf 50.000 im Maximum. Wenn man also 2 Nullen bei Herodot streicht, lag er mit der Zahl wohl gar nicht mal so falsch. Mal ein paar Nullen in der Bilanz wegzulassen oder dazu zu dichten, hat in Griechenland übrigens auch in der Neuzeit Tradition. Bei Beginn der Finanzkrise um das Jahr 2009 ist den Griechen ebenfalls erst aufgefallen, dass in ihrem Staatshaushalt in der Buchführung wohl die ein oder andere reale Null gefehlt hat bei den Staatseinnahmen. Der, dem das aufgefallen ist, war ein Verwaltungsangestellter und der gab es später auch schön brav an die Weltpresse weiter und landete dafür später vor Gericht wegen Verrats. Die Wahrheit schadet oft mehr, als sie nutzt, könnte man meinen. Auch in einem christlich-konservativen Land wie Griechenland. Aber dazu später mehr im gleichnamigen Kapitel 16, das dieses Thema näher beleuchten wird. Daher neigte man wohl auch schon zu biblischer Zeit eher zu Übertreibungen, anstatt mit der nackten, oft unspektakulären Wahrheit aufzuwarten. Den Spruch, wenn es ernst wird, muss man lügen, hat auch nicht der luxemburgische ehemalige christliche Premier Jean-Claude Juncker erfunden, wohl aber als erster so unverblümt als aktiver Politiker vor laufenden Kameras zu Protokoll gegeben. Dass eine Lüge, wie im überlieferten Fall der Rab in Jericho im Alten Testament, mit Vergünstigungen belohnt wurde, lernen wir ebenfalls später näher kennen. Mehr dazu im Kapitel 8, die Orchideen und das Unkraut. Wenn wir denselben Maßstab bei den abziehenden Israelis aus Ägypten anwenden und 2-0 streichen, dann kommt man auf 6.000 Männer und ca. 14.000 Frauen und Kinder plus Mischvolk auf insgesamt rund 20.000 Menschen. Eine Anzahl in einer Größenordnung von 20.000 Personen wäre zu managen gewesen für Moses. Bei unseren 20.000 geschätzten, ausgereisten Auswanderern würden 3.000 Personen, 2. Moses Kapitel 32, Vers 28, die
wegen Götzendienst am Berg Sinai der biblischen Überlieferung nach hingerichtet wurden, auch ins Gewicht fallen. Das wären 15% und eine relevante Größe. Bei der Hyperzahl von 600.000 Personen wären dies aber nur 0,5%, wenn man vom Volke spricht, das vom rechten Weg abgekommen ist. 2. Moses, Kapitel 32, Vers 7. Dann redet man doch nicht von 0,5%. Und hier sind die Frauen noch gar nicht mitgerechnet. Verdoppelt man diese Zahl mit Ehefrauen, sind wir bei 1,2 Millionen Menschen. Und 3000 Personen wären dann nur 0,25%. Das ist kein Volk. Das ist nicht mal eine Minderheit. Das wäre ein Witz und würde wohl nicht mal auffallen, wenn 5 Kilometer weiter eine Gruppe von 0,25% um ein goldenes Kalb tanzen würden. Dazu ist wissenschaftlich belegt, dass auch später in Kanaan nie mehr als 40.000 Israeliten lebten. Da müssen unterwegs aber viele verloren gegangen sein, inklusive viele ihrer Nachkommen, wenn es mal 2 Millionen waren. Unter der Fuchtel des Pharao sich wie die Karnickel vermehren und im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, gab's Reproduktionsprobleme? Ein Schelm, wer sich was Böses denkt. Bleibt nur noch die Frage, wieso das Alte Testament mit diesen Hyperzahlen übertreibt, uns irreführt oder die Schreiber einfach ein paar Nullen bei so mancher niedergeschriebenen Zahl später einfach dazugedichtet haben. Wenn Moses die Texte selbst verfasst hätte, wären solche Fehler wohl nicht passiert. Wären die Texte aber viel später, vielleicht zur Zeit König Davids oder in den späteren babylonischen Gefangenschaft entstanden, um ihr Kulturerbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Schon eher. Im Nachhinein erscheint vieles imposanter und größer in den Hirnen der Nachwelt. Wer kann's ihnen verdenken? Es ist wohl wie beim Spiel das kaputte Telefon, wo der erste dem zweiten Fliege ins Ohr flüstert und beim 100. Elefant als Antwort rauskommt. Die Bibel besteht zu 100% aus Hörensagen. Der Wahrheit muss dies natürlich keinen Abbruch tun, erhöht aber die Gefahr, dass unter anderem die ein oder andere Null oder Übertreibung hier und da von mündlicher Überlieferung sich zum Text dazugesellt hat. Vorausgesetzt natürlich, dass diese später nicht absichtlich so verfasst wurden, um Leute zu beeindrucken und zum Glauben zu animieren, was nicht möglich ist, so wahr Gott will. Da wurde aus einem vermeintlichen Schilfmeer, wo die Pflanzen wohl noch aus dem Wasser geragt haben müssen, ein gefühlt hunderte Meter tiefes Meer, das sich vor den Augen aller Beteiligten teilte. Und die Ägypter wurden von diesen Wassern bei ihrer Verfolgungsjagd am Ende erschlagen, als diese von Gott nicht mehr aufgehalten wurden und die Israeliten schon durch waren. Anstatt, dass die Ägypter wahrscheinlich mit ihren schnellen Wagen wohl im fußhohen Wasser im Schlangen stecken blieben beim Einsetzen der Flut und die Israeliten sie dann in einem schnellen Überraschungsangriff niederstreckten. Diese dann von ihren Wagen fielen und von den fußhohen Wassern verschlungen wurden. Entscheidet selbst, was plausibler klingt, dem gesunden Menschenverstand nach. Dass die Bibel selbst warnt, diesen gesunden Menschenverstand zu ignorieren, Sprüche Kapitel 3, Vers 5, wird noch für so manche weitere Gräueltat in der biblischen Geschichte und im Mittelalter sorgen. Aber dazu später mehr. Die Zahl von Hunderttausenden von Abrahams Nachkommen, die aus Ägypten ausgezogen sein sollen, sind wissenschaftlich belegt äußerst unwahrscheinlich. Und wir reden von einer unwahrscheinlichen Zahl, wie man sie auf den Beipackzettel von Medikamenten bei den Nebenwirkungen im Feld äußerst unwahrscheinlich nachlesen kann. Hat Gott einen Engel oder einen Propheten entsandt, um die Schreiber der Bücher Moses vor der Unwahrheit zu warnen, die offensichtlich ihren Weg in die heilige Schriften gefunden haben? Wenn ja, dann wurden sie abgemurkst, weil man sie für falschen Propheten hielt. Ansonsten nein. Offensichtlich sind ein paar Nullen mehr im Text oder ein paar übertriebene Loblieder auf die Macht des Herrn des Hauses Israel eine Entsendung von warnenden Propheten mit erhobenem Zeigefinger nicht wert.
die Gotts große Taten umso beeindruckender erscheinen lassen für die gläubige Nachwelt. Gott scheint eitel zu sein. Eine mögliche politische nachvollziehbare Erklärung für diese Hyperzahlen und Hyperwunder nebst göttlichen Wirken gibt es auch. Wer eine solche göttliche Macht hinter sich weiß oder zumindest groß zu verkünden hat, hofft, dass sich ein möglicher Gegner, und davon gab es rund um das gelobte Land mehr als genug, es sich vielleicht zweimal überlegt, ob es sich lohnt, gegen Israel, das so einen himmlischen Unterstützer an seiner Seite weiß, zu Felde zu ziehen. Und das dürfte schon einer der Hauptgründe dieser Übertreibungen gewesen sein. In dieser Zeit ging es schließlich um das nackte Überleben, und da war jedes Mittel recht. Keiner sollte es wagen, gegen das Volk Israel vorgehen zu wollen oder überhaupt nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Selbst wenn Gott aufgrund von Verfehlungen seines Volkes zuließ, dass sie immer wieder die Oberhand verlören, so sollte sich keine fremde Macht in Sicherheit wähnen. Ihr Gott würde sie nicht vergessen und im Stich lassen. Langfristig geholfen hat dies aber zu biblischer Zeit nicht. Denn die Israeliten wurden regelmäßig unter Jochtung versklavt von fremden Mächten, die das eben nicht glaubten oder nicht wussten. Dazu später mehr im Kapitel 9 und die Richterzeit. Die hochtrabenden Texte verfehlt mit ihren Hyperzahlen und Hyperwundern jedoch nicht ihre Wirkung für die Nachwelt. Noch heute dreht man Filme und schreibt Bücher über Moses, wie er das Meer mit einem Stab in der Hand unter Gottes Gnaden teilte. Was dieser biblische Moses noch so alles im wahrsten Sinne des Wortes überliefert getrieben hat und hat treiben lassen, würde in diesem Buch noch einen dicken Part einnehmen.